Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 5. Mit mir, der Vampi und der lieben Lara. Schauen wir uns doch erstmal unsere coole Agentenausrüstung hier an. Wir haben unsere HK-Pistole mit drei verschiedenen Feuermoden. Einmal der Scharfschützenmodus, der Feuerstoßmodus und der Schnellfeuermodus. Ja. Es empfiehlt sich allerdings aufgrund auch der Munitionsmenge nur immer den Scharfschützenmodus zu verwenden und wenn möglich halt Kopfschüsse zu machen. Weil das ist wirklich sehr realistisch, wenn man hier jemandem einen Kopfschuss verpasst, ist er sofort tot. Und wenn man halt an sich auf den Körper schießt, dann ist der halt nicht sofort tot und fällt auch nicht um oder so. Dann haben wir hier unser cooles Headset mit unserer Brille, sag ich mal, die ein Infrarot-Dingens hat, eine Infrarot-Fähigkeit, mit der wir halt versteckte Laserstrahlen, also versteckte Laserfallen besser gesagt, sehen können, was natürlich sehr praktisch ist. Ja, unser Times TMX, was wir sowieso die ganze Zeit dabei haben. Und ja, wieder Standard in dieser Hinsicht. Drei kleine, ein großes und keine Fackeln. Seltsamerweise. Naja. Ich glaube, wir mussten zuerst hier lang. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Aber ich habe hier gespeichert, sonst zur Not. Aber ich glaube, wir mussten hier hin und kommen dann hier hinterher zurück. Weil hier ist es, glaube ich, nur für ein Secret. Zum größten Teil. Siehst du das? Wow, Baby, das sehe ich sogar viel zu viel. Das sieht ja aus wie der Hulk auf Steroiden. Verrätst du mir auch, was das Ding hier macht? Ich bin nicht ganz sicher. Man munkelt, dass VCI an einem neuen Panzeranzug für die Infanterie arbeiten soll. Da ist mit Sicherheit keine Rüstung für Zivilisten. Da kann ich kaum widersprechen. Und die Waffen? Also mein Bild ist nicht scharf genug für eine genaue Analyse, aber ich würde sagen, das sieht nach Niedrigfrequenzlasern aus. Geringe Reichweite. Aber wenn du den Dingern ins Schussfeld rennst, dann können sie dich in einem Plastiksack vom Spielfeld tragen. Ich verstehe, was du meinst. Na, dann sollten wir diesen Dingern wirklich nicht zu nahe kommen. Was ich hier übrigens echt witzig finde, ist die Tatsache, dass der Typ eigentlich immer in der Cutscene den Kopf hinterher zur Seite gedreht hat, wenn sein Gesicht rangezoomt wurde, was er jetzt hier gar nicht gemacht hat. Also das finde ich schon sehr amüsant. Dass der mal gerade bleibt mit dem Kopf, ist wirklich eine Seltenheit, eine absolute Seltenheit. Hallo Laserfalle. Ach, die erwischt mich hier gar nicht? Bitte erwisch mich wirklich nicht. Nee, ganz knapp. Ich sollte hier nur auch wirklich geduckt bleiben und nicht aufstehen. Da ist ein Medipack, verdammt. Oder erwischst du mich da auch nicht? Ich meine, da ist ja keine Erhöhung an sich, oder? Nee. Ah, das kann ich mir einfach so nehmen. Das ist aber sehr schön. Nimm, 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 nimm. Und jetzt wieder schnell runter. Ich mag ja eigentlich solche Laserfallen-Dinger gar nicht, aber hier finde ich es doch irgendwie cool, weil das Ganze einfach so wirklich so extrem geheimagentenmäßig hier ist. Ich liebe sowas. Lara als James Bond. Ich meine, Lara ist ja auch wirklich sowas wie der weibliche James Bond, sowieso schon immer gewesen. Ach, oder war das, dass es hier an sich weiter ging, aber hier für ein Secret oder so ähnlich? Ja, ich glaube, hier ging es zum Secret mit noch vielen Laserfallen und oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich speichere am besten einfach nochmal. Weil das ist so scheiße. Warte mal, ich muss wen überschreiben? Dich muss ich überschreiben, genau. Oha, oha, oha. Warum mache ich das hier eigentlich? Na, wenn mir das zu stressig wird, kann ich hier einfach einen anderen Spielstand laden und fertig ist. Hier ist ja nichts mehr, ne? Nö. Gut, dann jetzt hier rein. Ah. Das ist doch ein wahres Schlaraffenland für unsere Lara. So viel zu kontrollieren. Ach ja, übrigens, was ich nicht vergessen darf, der Zip übrigens, ne, mit dem wir hier die ganze Zeit im Funkkontakt stehen, der wird in späteren Tomb Raider-Teilen noch auftauchen.
Allerdings leider nicht in vielen, also nur noch in zwei Teilen. Yay, ein kleines Minipack. Und er sieht da auch etwas anders aus und hat auch eine andere Synchronstimme, aber an sich Zip ist und bleibt einfach der coolste Charakter neben Lara im ganzen Spiel, wie ich finde. Ach, deswegen muss man hier hin, wegen dem kleinen Hammer. Verstehe. Der ist nämlich noch sehr, sehr, sehr wichtig, wirklich. Also muss man doch hier hin, okay. Interessant. Das wusste ich nicht mehr. Und Munition! Ja, sehr schön. Die ist hier echt wichtig. Sehr wichtig. Na, können wir ein bisschen hier sauber machen mit dem Eimer und Wischmopp? Nö, schade. Und diese komische Spielemusik, dieses Way, 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 ist mir doch ein bisschen zu laut. Falscher Knopf. Ne, beenden bloß nicht. Spieleinstellungen. Musik. Dich mache ich ein bisschen leiser. Ja, passt so, denke ich mal. Hast du es jetzt auch behalten? Bist du brav? Ja, du bist brav. Sehr schön. Das freut mich doch. Okay, es kommt mir immer noch so laut vor, aber naja, egal. Scheiß drauf. Ich habe es ein bisschen leiser gemacht. Das passt schon. Vielleicht zählt das ja auch gar nicht zum, als Musik. Fällt mir gerade so ein. Das wäre natürlich scheiße. Vermute ich jetzt gerade schon fast, weil es sich ja nicht verändert hat. Die Musik an sich, die soll ja nicht leiser. Ist aber auch scheiße hier. Ich glaube, es gehört echt eher zu dem SFX-Sound, wie das da stand. Dann mache ich den doch wieder ein bisschen lauter. Nein, nicht zu laut. Ich möchte das so. Soll ich es wirklich machen oder nicht? Ich speichere nochmal. Ja, sorry, wenn ich hier so viel im Menü und überhaupt hier am komische Sachen am rummachen bin mit Speichern und Einstellungen und was nicht alles. Aber das musste jetzt einfach mal sein. Sorry. So. Mal gucken, ob ich mir das Secret wirklich dann hole oder ob mir das dann zu schwer ist mit dem ganzen Rückweg und so. Okay. Runter! Um Gottes Willen. Gottes Willen, Gottes Willen, Gottes Willen. Okay. Schnell. Los, Lara, 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 Lara. Oh mein Gott. Puh. Okay. Yay. Und jetzt sind wir in dem Raum drin, wo wir eben noch die Cutscene gesehen haben. Zum Glück ist der Typ nicht mehr hier, sonst hätten wir ein echtes Problem. Da hinter dieser Tür war er und da oben waren wir. Können wir denn da hin? Fragezeichen. Nein, zum Glück nicht. Wenn der jetzt da gestanden hätte, dann wäre er aber echt zappenduster gewesen. Ich hätte ja auch gerne so einen Anzug. Beziehungsweise, naja, Anzug nicht unbedingt. Ich möchte ja flink bleiben, aber so eine Waffe. Aber ich komme da nicht ran, leider. Weil das wäre ja auch cool. Vor allem hätte ich dann keinen Munitionsverlust für meine eigenen Waffen. So, Leute, und jetzt wird's spaßig. Jetzt kommt der Rückweg und der ist echt alles andere als leicht. Weil jetzt mehr Laserfallen auf einmal da sind, wie durch ein Wunder. Ich meine, hier noch nicht, aber glaubt mir, das wird früh genug kommen. Puh. Ich glaube, ich sitze schon wieder hier irgendwie ungerade, weil meine Schulter mir so wehtut. Wow. Lara, wenn ich ducken drücke, dann duck dich auch bitte sofort. Nee, ich bleib erstmal so. Ja, ist so schön hier, ne? Hey. Sehr schön, Lara. Brav gemacht. Nicht gegen die Wand kriechen. Hier jetzt schon zwei? Hier ist nur einer? Jetzt ernsthaft? Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Echt nicht. Das ist ja noch easy. Ich dachte, hier wären jetzt auch schon zwei Laser. Okay, aber dann war das wohl nur eine Verwechslung.
Aber jetzt. Jetzt, Leute. Jetzt wird's wirklich witzig. Denn jetzt ist etwas hier, was vorher nämlich nicht da war. Jetzt sind nämlich hier Laser auf einmal. Wie durch ein Wunder. Zwei Stück vor allem. Ja. Ich versuche mal, das jetzt noch in diesem Part zu schaffen. Dann wird der Part jetzt doch ein bisschen länger. Passt schon, ne? Ich hoffe, hab ich's gerade nicht, das... Ich habe garantiert sowieso schon das überspeichert, was ich nicht überspeichern wollte. Ich muss das einfach schaffen. Wow, 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 wow. Bin ich hier sicher? Ja, hier bin ich sicher. Ich hab's schon geschafft. Ich habe es schon geschafft. Nein, Lara! Warum hat die gerade nicht die Beine angezogen? War ich zu weit am Rand? Och, Mädchen. Halleluja. Okay, Leute, wir haben es geschafft. Schneller als erwartet. Also, ich meine, lalalala. Zwar nicht ganz ohne Schaden, aber was macht's, ne? Also, ich bin stolz auf mich auf jeden Fall. Ich hab's geschafft. Yay! Puh. Gut, und dann würde ich sagen, mit diesem Erfolgserlebnis beenden wir auch diesen Part und sehen uns dann hier wieder genau an dieser Stelle mit Lara und mir und Zip, der sich auch schon bald wieder melden wird. Also bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.